Dude will einen neuen Glider haben. Ich muss es, glaube ich, auf 2 Stunden ändern, ne? Ich glaube, 1 Stunde geht ein bisschen schnell. Gut. Machen wir es jetzt trotzdem mal eben. Da ich das noch drin hatte. Jetzt aber, okay. Ich werde das jetzt nicht machen, aber ich werde mal eben kurz auf 2 Stunden ändern. Ich will jetzt nicht jede Stunde dahin. Das Problem ist immer dieses nach Tateno reisen. Beim ersten Playthrough ist es ein bisschen blöd. Machen wir auf 2 Stunden. 2 Stunden. Alle 2 Stunden ist okay. 2-mal ein Stream reicht vollkommen. Was willst du denn haben, Dude? Was wollen sie denn haben? Das anzubieten, fast alle. Also sehr viele, sagen wir mal so. Alle Amiibo-Dinger und halt noch diese ganzen hier. Normale Stoff, Nostalgie, Sonau, Kleeblatt, Pferdegott. Ja, ich habe schon einige gefunden. Ich weiß noch gar nicht, ob ich hier alle schon habe, die es normal gibt. Bestimmt noch nicht alle. Nee, nicht alle. Ich habe nicht alle Fotos, glaube ich, gemacht. Aber sonst, hier unten sind noch einige. Die habe ich alle noch nicht geholt. Oh, es gibt einen Griorg-Stoff. Der sieht bestimmt gut aus. Die habe ich alle zum Beispiel noch nicht gemacht. Aber ich weiß nicht, ob es noch welche andere gibt, die ich nicht habe, durch irgendwelche Quests oder so. Also suchen sie aus. Dämonenkönig, bitte. Okay. Das wäre dann der hier. Max, es geht nicht immer nach dir. Falls Eddie noch die anderen Wege wissen will. Ach, so wichtig ist es nicht. Aber es gibt noch mehr Wege, das finde ich halt interessant. So, da müssen wir jetzt hin. Ja, aber ich will gerne noch ein bisschen gucken. Den Krieg habe ich mal gesehen, fand ich schon nice. Den Krieg fand ich enttäuschend. Also nice und enttäuschend. Ich bin mal gespannt, was ich dazu sagen werde. Mal gucken, was ich dann sagen werde, wenn wir es irgendwann mal holen. Ich meine, ich muss eigentlich nur ein Foto machen, das geht schnell. Man könnte sehr easy ein Foto eben machen. Hui. Das heißt, es ist jetzt für immer auf von hier aus? Ja, ne? Ich muss jetzt nicht immer unten durch. Oder? Ne, ist wieder zu. Kann ich jetzt trotzdem aber so rein? Ernsthaft, ich muss immer den... Achso, doch. Ups, das wollte ich zwar nicht. Fast, ich dachte schon gerade, ich glitsch da jetzt rein. Ich bin ja schon mal... Einmal bin ich ja... Habe ich ja... Ich habe schon geglitscht. Nee, einmal bin ich ja aus Versehen in seine Wand reingeglitscht und kam nicht mehr raus. Ich musste dann echt den Schrein neu laden. Die Chefin, wo ist sie nur hin? Hm? Oh, du bist der Gast der Königin. Hm, das ist also ein Voi. Sein Kopf müsste um die... Und sein Hals ungefähr. Bei seinen Ohren tippe ich auf... Oh, Entschuldigung. Ich habe zuvor noch nie ein Voi gesehen, also habe ich versucht, deine Maße zu schätzen. Warum ich das gemacht habe? Ich stelle Schmuck her. Und da ist es wichtig, dass er richtig passt. Ich bin Kara. Und habe nur selten die Gelegenheit, etwas für Voi anzufertigen. Wenn du möchtest, werde ich also mein Bestes geben, ein paar schöne Stücke für dich zu zaubern. Wenn die Chefin hier wäre, hätte sie dir wahrscheinlich alles Mögliche anfertigen können. Aber sie ist auf die Suche nach Materialien für ihre Schmuckstücke gegangen und bisher nicht zurückgekehrt. Ich wollte erst Materie einfach nur sagen. Aber wir sind hier nicht bei Final Fantasy VII. Sie war guter Dinge und wollte in den Gegend rund um die Tormadünen auf die Suche gehen. Aber die Gegend dort ist Moldora-Gebiet, also ziemlich gefährlich. Ich hoffe, es geht ihr gut. Die verschwundene Besitzerin. Okay. Ja, hier haben wir diese Halsdinger, ne? Diese Halsketten oder Diadem oder sowas. Ich will hilflich sein? Nee, nee, ich will jetzt gar nichts haben. Der Rest, okay, sind normale Gespräche. Die will ich... Oh, jetzt nicht. Hier ist wieder Beiler. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Das wird wahrscheinlich der Tempel den Tempel darstellen. Das ist jetzt nichts. Kann man das kaputt machen? Oder ist das Optik? Was damit eigentlich? Oh ja. Ah, cool. Gibt mir jetzt nichts, oder was? Ist das, was ich für ein Foto machen sollte? Doch. Das ist sogar für die Sidequest. Das ist die ganze Zeit hier und du machst diese Steine nicht kaputt. Mhm. Gibt es hier noch eine Sidequest? Nee, ne? Okay. Ja gut, jetzt mit jenen einzelnen sprechen muss ich jetzt auch nicht. Das Wichtigste haben wir gemacht. Wo war denn die andere? Da ist die. Water. 4 Monumente finden. Ah, ich habe 1 gefunden. Ja. Wie die da hinten rumwobbeln, die Dinger. Da steht folgendes. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihre Kräfte sind Geist,
Können, Ausdauer, Wissen, Flug, Bewegung und Sanftmut. Klingt wie so ein Zelda-Pokémon-Spiel. Wäre ja eigentlich ganz cool. Ja, das ist ein bekannter Teil der Geschichte. Nur gab es bisher keine schriftlichen Zeugnisse. Was für eine großartige Entdeckung. Ich bin wirklich neugierig, was auf den einzelnen Momenten steht. Hast du noch mehr, was du mir zeigen kannst? Hier, bitte. Oh, sieht nicht so aus, als hättest du noch mehr, wollte ich sagen. Was heißt Zelda-Pokémon-Spiel? Ich meine eher so... Sorry, wir haben ja schon mal gesagt, ein Zelda, ein rundenbasierendes Zelda-Spiel für Handy. Ja, ein paar Sachen müssen ja auch Amiibo-exclusive sein, ne? Achso, ich wollte nur mal irgendwas gucken. Kann man irgendwas Tolles kaufen da? Na, Hilfe. No. Man könnte höchstens von allen Sachen hier ein Foto machen. Oh ja. Mini-Amerikaner drinne. Okay. Weil es war bestimmt für einige wieder Pizzatag. So am Sonntag. Ja, aber Amiibos, also man kauft Amiibos ja eigentlich auch nicht. Also der Sinn hinter Amiibos war ja nicht zu kaufen, damit man Sachen im Spiel holen kann, sondern eigentlich nur zu sammeln. Das andere ist nur Bonus, ne? Aber die Leute, habe ich immer das Gefühl, also allgemein lese ich das öfter, als denken, welche Amiibos sind für Sachen im Spiel only gedacht. Das war nicht so der Hintergedanke. Nicht, dass ich wüsste. Croc-Go-App. Das wäre ja nicht mehr passen. Haben wir Croc-Go, ja, ja. Das wäre ganz witzig. Einfach Crocs im richtigen Leben sammeln. Ich meine, ich mag die Crocs. Ich weiß nicht, warum alle immer die Crocs so hassen. Man muss sie ja nicht sammeln. Und Leute, seit BioTV hassen die irgendwie voll viele. Dabei sind die gar nicht schlimm. Ich mag die. Die anderen Leute sind einfach nur alle doof. So. Ein Herz für Crocs. Wisst ihr, was bei den Wolfling-Amiibo schade ist? Den Wolfling gibt's nicht mehr. Wisst ihr, was man jetzt bekommt, wenn man den Wolfling-Amiibo nutzt? Ich kann es einmal zeigen. Und dann werden alle denken... Wieso? Moment, haben wir den da nicht rumstehen? Doch. Seht ihr? Wolfling-Amiibo, da. Kann man es gut sehen mit meinen Wurstfingern? Ja, kann man. So, zack. Die haben einfach den Wolfling gekillt und daraus Fleisch gemacht. Nee, ernsthaft, der droppt immer nur Fleisch. Ich weiß nicht warum. Wolfsfleisch. Was soll denn das? Oh nein, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Er gibt nur noch Fleisch. Was haben die denn da getan? Ja, Wolfi ist nicht mehr dabei. Da habe ich extra mal die 20 Herzen geholt. Naja. Also ich habe extra, also ich habe zwar auch manche andere Amiibo geholt, aber ich muss sagen, gerade Zelda war wichtig. Oh, hier ist wieder ein Viper. Da ist wieder eine Viper. Oh, da ist ein Gipto. Ich mag die Giptos echt gern, dass die hier eingebaut wurden. Ich finde es geil. Schön, dass sie die wieder eingebaut haben. Oh, jetzt können wir wenigstens ein bisschen was sehen. Genau. Dafür sind diese Sandstürme wohl da. Ich muss sagen, die Wüste zu erkunden ist echt total Quatsch, bevor man durch den Dungeon gemacht hat. Habe ich das Gefühl. Bringt gar nichts. Weil du halt viel zu oft diese Sandstürme hast überall. Bring. Also, dass sie natürlich was mit Blitz hat, ist klar. Aber was genau diesmal, frage ich mich. Ach, hier kann sie jetzt einzelne Angriffe damit machen? Nicht wie früher, immer so einen Radius? Gegen mehrere? Wieder daneben. So schaffe ich es nie, mein ganzes Volk zu beschützen. Hat die perfekte Rüstung an. Link? Sieh mal an. Welch unerwartete Begegnung. Aber man merkt, dass die älter geworden ist. Etwas. Ich weiß zwar nicht, wie viel, aber ja. Mehr kommst du genau im rechten Augenblick. So viel kann ja gar nicht älter geworden sein. Eigentlich. Ja? Man weiß ja nie, wie viel Zeit genau vergangen ist.
Ich hab's noch nie irgendwo gelesen. Also richtig, die Zeit. Just Hyrule ist in den Himmel aufgestiegen und Zelda verschwunden. Jetzt suchst du nach ihr. Link, ich fühle mit dir. Auch für mich ist Zelda eine teure Freundin und wir müssen sie finden. Ich werde alles in ihrer Macht Stehende tun, um dir dabei zu helfen. Und deswegen muss ich zusehen, dass ich der Bedrohung, der wir Gerudo gegenüberstehen, bald ein Ende mache. Es war sicher nicht einfach, den ganzen Weg hierher zu kommen, oder? Dieser Sandsturm zog zur selben Zeit auf, als auch das seltsame Geschehen um Schloss Hyrule seinen Anfang nahm. Kaum, dass wir uns versahen, erstreckte sich der Sturm über die ganze Wüste, mitsamt unserer Stadt. Ja klar, weil die dann in die Vergangenheit gereist ist und dann ist alles passiert. Und er brachte Schwärme unbekannter Monster mit sich. Wir nennen sie Gyptos. Ich find's immer noch cool, dass sie da sind. Sie sind langsam, aber fast immun gegen Angriffe. Sie haben uns die Untersuchung des Sandsturms nicht leicht gemacht. Deshalb auch. Elementare Angriffe sind gegen Gyptos gut. Und ihre Angriff ist ja... Ja gut, eigentlich habe ich viele elementare Angriffe, wobei Wind macht keinen Schaden. Keine Ahnung, ob mir der Wind aber trotzdem dagegen funktionieren könnte. Hast du mir gerade zugesehen? Ich versuche gerade, diese Übungspuppe mit einem Blitzschlag zu treffen. Denn vielleicht wären Blitze ja eine effektive Attacke gegen Gyptos. Ja, alle elementaren Sachen, sage ich ja. Aber ich habe diese Technik erst vor kurzem erlernt. Ich kann sie noch nicht so einsetzen, wie ich es gerne hätte. Ich will diese Kraft schnellstmöglich zu beherrschen lernen und die Bedrohung durch die Gyptos ausschalten. Außerdem will ich herausfinden, wo dieser Sandsturm herkommt und dir dabei deiner Suche nach Zelda helfen. Hilfst du mir dabei zu lernen, wie ich meine Kraft richtig einsetze? Schieß für mich einen Pfeil auf die Übungspuppe dort. Ich versuche dann, sie mit einem Blitzschlag zu treffen. Okay. Ja, es stimmt so... Oh. Das stimmt, Noah. Hm. Und deine Hilfe. Würdest du den Pfeil auf diesem Übung spielen? Hab ich doch gemacht. Was willst du denn? Jetzt warten? Anscheinend nicht. Hä? Nimm die aber wieder weg. Hast du davon? Du hast ja keinen Bock. Wirst du einfach auf dieses Übungsziel schießen? Auf den ziele ich damit meinen Blitzschlag. Ja. Wie oft soll ich es denn noch machen? Ja. Warte, jetzt. Ah, ich muss warten. Okay. Ha, lief ja spitze. Dann weiter zum nächsten Schritt. Ziel auf die Puppen dort. Wir sollten versuchen, sie alle auf einmal auszuschalten. Das geht nicht, wenn man direkt auf eine Puppe zielt. Ziel stattdessen in die Mitte zwischen den drei Puppen, in etwa dort, wo der Felsen herausragt. Doch je weiter das Ziel meines Blitzes entfernt ist, desto länger muss ich Energie aufladen. Vergiss das nicht, klar? Ja gut, man lernt jetzt halt ein bisschen die Fähigkeit von ihr zu nutzen, ne? Okay, sie macht einzelne Blitzschläge. Nicht so wie Ubosa, die einfach komplett einmal rum. Aber dafür kann sie ja trotzdem mehr treffen. So hörte sich das zumindest gerade an. Wenn wir keine Pfeile hätten, wären wir jetzt arm dran. Ne, ich dachte eigentlich, dass der Blitz alle treffen soll, wenn ich in die Mitte gehe. Ja, was falsch gemacht hier? Doch. Ach so. Ja, verstehe. Okay, okay. Deshalb hat sie den kleinen Felsen erwähnt. Warte mal. Wollte gerade sagen, wo geht das nicht mehr? Ja. Ach so. Ich habe erst verstanden, der Felsen soll nur zeigen, welchen ich anschießen soll. Aber der ist ja mittig, damit alle getroffen werden. So langsam habe ich es raus. Cool, dass sie zwei Waffen hat. Die Gyptos können sich auf was gefasst machen. Link, vielen Dank für deine Hilfe. Oh, wo böse. Was war das? Das war doch nicht der Sandsturm. Du hast es auch gehört, oder? Eine Nachricht, Herrin.
Pfande? Eine Horde Gyptos greift den Wüstenbazar an. Beile hat sich schon dorthin auf den Weg gemacht. Wie? Gut verstanden. Ich danke dir. Link, wir sollten uns auch schleunigst zum Wüstenbazar aufmachen. Ohne eine Hilfe beim Zielen kann ich meine Blitze noch nicht richtig einsetzen. Ich bitte dich erneut um Unterstützung. Der Wüstenbazar liegt in einer Oase nordöstlich von Gerudo-Stadt. Das weißt du noch, oder? Demonstrieren wir diesen Gyptos mal, wozu wir in der Lage sind. Ja. Du meinst Tabu Rasa? Tabu Rasa war ich schon, ja. Oh, jetzt sehe ich die Karte nicht mal. Oh, ich sehe die Dinge in Sphinxes. Ich sehe die Schreine. Die Fähigkeit hat auch mich kurz verwirrt. Ja, ich habe halt erst nicht gewusst, dass der Kreis bis dahin gehen soll. Ich dachte, ich soll einfach raufschießen und wie sieht das dann instant an? Habe ich verstanden. Gyptos! Dieses Rumgeflattere hier. Die Gyptos dürfen nicht durchkommen. Vielleicht hätten sie den Schutz überall hin machen sollen. Die gehen einfach außen rum. Die hauen da drauf, geht auch außen rum. Weißt du was? Ist ja wie eine kleine Cutscene hier. Das ist eine kleine Cutscene. Tut mir leid, dass ich nicht früher hier sein konnte. Jetzt werden diese Gyptos ausgelöscht. Mir nach, auch für den Kampf. Link, ich verlasse mich auf dich. Okay, ich muss drauf schießen, du machst kabumm. Ja. Verstehe schon. Geht das nicht auch mit Schlagen? Muss ich echt immer nur schießen? Wo rennst du denn ganz hin? Cool, wie sie die Waffen hält, oder? Ich feiere das irgendwie mit ihren Waffen. Oh, Triple Kill. Oh, ich glaube, das werde ich jetzt immer haben. Warum gibt sie mir... Ich frage mich, wenn man gar keine Pfeile hat, ob sie denn einen Pfeile geben würde. Oh, ich muss ja warten. Das ist schon eine coole Fähigkeit. Die wird das Bogenschießen auf jeden Fall sehr viel interessanter machen. Also mit Gegner auf Gegner schießen. Wenn das wirklich nur über Pfeile geht. Brauchst du mehr Pfeile? Oh, cool, die sagt das sogar. Ah, okay, wenn man mal nichts hat, dann kriegt man von ihr welche, alles klar. Ich wollte sagen, ich dachte mir schon, dass es irgendwo einen gibt, die da etwas gibt. Oh, die droppen sogar wirklich auch mal noch was, ne? Kann man ja sogar alles mitnehmen hier. Das mache ich auch. Die Gyptoknochen bringen nämlich, glaube ich, richtig viel Damage dazu, wenn ich das richtig gesehen habe. 40! Ey, eigentlich könnte man die von Anfang an des Spiels abfarmen und hat gleich voll die krassen Sachen schon. Hast du vielleicht 40 Damage mehr auf deine Waffe? Eigentlich voll nice. Ist das das Nest der Feinde? Strömen sie etwa dort heraus? Wir müssen das Nest zerstören. Oh. Das ist automatisch wegging. Erstmal machen wir dich kaputt. Hier kannst du voll die Items farmen. Die Gyptoknochen farmen. Einfach nie das Nest kaputt machen. Alle Bögen und Pfeile abschießen, die man hat. Farmst die ganze Zeit die Gypto-Dinger. Und verkaufst das dann. Aber ich glaube, das kann man nicht großartig verkaufen. Ich glaube, so viel bringen die nicht. War cool, dass ich davon so viele habe. Bringe richtig viel Damage dazu. Wahrscheinlich halten die aber nicht so lange. Ich sehe jetzt erst, dass Riju aber eine Lebensanzeige hat. Unten auf der Map sehe ich solche roten Dinger. Sieht so ein bisschen aus. Ist ja Hyrule Warrior Style hier. Hab ich ja schon mal irgendwann erwähnt. Aber Moment, wir haben die Sandstiefel, ne? Ich will ein bisschen schneller laufen im Sand. Wo sind die denn? Da. Oh, viel angenehmer. Mango Gitter. Die brechen nach einem Dingens. Okay, ich dachte mir schon, das ist zu. Das wäre zu einfach, an Items zu kommen, dann so an gute Items. Böhler, es war sehr ehrenvoll, wie du die Stellung gehalten hast. Blitze sind also tatsächlich die Schwachstelle der Gyptos. Und Wasser und Feuer auch. Und Eis. Oh. Ach, sie wieder. Zelda?
Sieht geil aus. Was ist das denn? Gerudo-Stadt ist in Gefahr. Mag die Musik. Wie auch immer das ist, ne? Ich bin so neugierig. Nicht mehr lange werden wir das wissen, wahrscheinlich. Stadt zu. Und auch Zelda verschwand in diese Richtung. Bella, wir müssen sofort zurück. Link, folge uns schnellstmöglich. Wir brauchen dich dort. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wie sie die ausgesprochen hat. Ich glaube, die hat nicht Bella gesagt. Billa oder so. Billa. Irgendwie so komisch. Aber ich finde Beiler irgendwie besser. Okay. Eigentlich könnte ich mich porten, ne? Ja, hinlaufen brauche ich jetzt auch nicht. Der Quatsch. Die Stiefel, die gibt's auch in Gerudo-Stadt, Max. Da musst du von unten nach oben in diesen Gerudo-Geheimclub. Da kriegst du dann diese Rüstung, die ich anhabe, und die Stiefel und die Schnee- und Sandstiefel gibt's dort. Ich komme immer nicht bei der Imper-Quest weiter. Sie steht unten im Tempel neben dem Schrein und geht nicht weiter. Musst du nicht einfach nur weiterlaufen? In deinem Tempel fährst du so in 2 Jahren. Was? Wenn ich heute den Tempel hier mache, fehlt auch nicht mehr viel. Danach alle Hauptquests noch machen und dann geht's zum Ende. So lange wird's nicht, kann's nicht mehr, dauert's da nicht mehr. Sieh das an, Link. Ein Gyptonest, genau wie beim Wüstenbazar. Laut dem Bericht, den ich erhalten habe, es ist zur gleichen Zeit aufgetaucht, als auch die Wirbelwinde aufkamen. Eigentlich scheinen wir es diesmal mit gleich 3 Nestern zu tun zu haben. Alle 3 vor den Fort meiner Stadt. Man könnte meinen, uns würde eine ganze Horde Gyptos auf einmal überrennen wollen. In diesem Zustand, wenn sie sich im Verteidigungsmodus befinden, sind sie äußerst widerstandsfähig. Aber sobald sie sich öffnen und Gyptos aus ihnen heraufströmen, sind sie für eine kurze Zeit angreifbar. Gyptos werden kommen, da besteht keine Frage. Und das wird der Zeitpunkt sein, an dem wir zurückschlagen. Zu mir. Komm. Komm zu mir. Ja, da hört man die Stimme dann auch wieder am besten. Am schwächsten ist die Stimme von der Mifa-Sprecherin zum Raushören von Mifa an sich. Also sie macht's ja extra nicht. Ich weiß, aber das hört man am wenigsten raus. Schon wieder. Hast du das auch gehört? Bei allen anderen hört man das aber raus. Komm zu mir. Sie ruft mich? Mhm. Königin Ritschu, Link, was geht hier vor? Nein, es ist nichts, Beiler. Mach dir keine Sorgen. Ach. Link, der Schutz dieser Stadt hat jetzt höchste Priorität. Konzentrieren wir uns auf die Gegner direkt vor unseren Toren. Wir müssen uns umgehend zur Schlacht rüsten. Okay. Nicht auch noch ein Monument hier irgendwo? Oh, guck mal, Gerudo irgendwas, ne? Gerudo Zweihänder. Die Frau ist ein Gerudo Zweihänder. Ich weiß immer noch nicht, wie ich von unten reinkomme. Du meinst in die Gerudo-Stadt? Wie du in die Gerudo-Stadt kommst? Max? Achso, in den Club. Hier. Siehst du dieses Wasser hier? Diese kleine Wasserstelle, also da ist kein Wasser mehr, aber doch, unten ist Wasser. Da musst du reinspringen. Von da aus findest du das. Das plötzliche Auftauchen der Gyptos und ihrer Nester. Wir werden von einer Merkwürdigkeit nach der anderen geplagt. Und obwohl wir Zelda am Wüstenbazar gesehen haben, gibt es in Gerudo-Stadt bislang noch kein Lebenszeichen von ihr. Ist ja auch nicht Zelda. Ich frage mich, was dahinter steckt. Im Moment jedoch ist der bevorstehende Kampf unser dringlichstes Problem. Link, es tut mir leid, dass ich dich erneut um Hilfe bitten muss, aber bitte sprich mit Beiler und den anderen Kriegerinnen, um euch bestmöglich auf die kommende Schlacht vorzubereiten. Okay. Thank you. Bye. Möchtest du etwas wegen der Vorbereitung für den Kampf fragen? Nee, eigentlich möchte ich anfangen. Wenn der Kampf beginnt, werde ich Ritschu beschützen. Wenn dir etwas geschieht, wäre es das Ende der Gerudo. Ja, ich will einfach anfangen. Was können wir tun? Muss ich doch machen. Bitte sprich mit Kommandantin Tekla an der Truppenbasis über die Aufstellung unserer Truppen.
Im Hof findest du Padoru, die für Materialien zuständig ist. Wenn wir diese klug einsetzen, können wir den Feind frühzeitig aufhalten. Sprich mit ihr, wenn du etwas Bestimmtes benötigst. Willst du etwas wegen der Vorbereitung für den Kampf fragen? Diese Monster. Gibt es mit dem Schwert kaum zu besiegen, er wird dein Schwert stumpf. Bei der Blitzschlag von König Ritschu und Feuer, darauf reagieren sie empfindlich. Komisch, dass sie nur das erwähnen. Das erste, was ich gemacht habe, war Wasser. Und das hat auch funktioniert. Statt es mit roher Gewalt zu versuchen, wäre es wohl lohnenswert, weitere Schwachpunkte wie diese zu suchen. Ah, da sagt es, weitere Schwachpunkte. Aber immerhin haben wir im letzten Kampf gesehen, dass sie nicht unbesiegbar sind. Es besteht also Hoffnung. Okay. Ja, das mit allen Elementen weiß ich ja. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Einfach alles mitnehmen. Oh, hier gibt's wieder Pfeile bestimmt. Pfeile. Yay, danke schön. Boah, das war sogar ein Zehner dabei. Riesiger Batzen. Oh, was haben wir denn hier noch alles? Ja, alles klauen. Respawn die Sachen auch wieder. Kann man hier wenigstens immer drei Donnerblumen klauen. Oh, die habe ich noch nicht fotografiert. Okay. Alles meins. Dankeschön. Stimmt, ist da oben Krog drauf. Man kann Deckensprung nutzen. Aber ich kletter lieber. Hallo, Krog. Ne, leider doch nicht. Schade. Oh, was ist da denn noch alles? Ich habe Materialien gesammelt, die uns im Kampf hilfreich sein könnten. Du darfst dich gerne bedienen. Und wenn du mir aufträgst, an einem der Tore eine Barrikade zu errichten, werde ich das tun. Geil, was es hier alles gibt. Zack, noch mehr Pfeile. Alles voller Waffen. Hier, habe ich schon alles fotografiert? Ne, den nicht. Nein, ich will das Messer haben. Spiel, sei nicht immer so doof. Danke. Einfach alles weglooten. Ja, leider haben wir den Loot-Emote nicht hier. Oder haben wir den bei Better Twitch TV drin? Alles meins. Zwar alles kaputt, wie alle anderen Waffen auch immer, aber außer ein paar einzelne Waffen sind man nicht kaputt. Aber sie bringen mir nichts, ne? Mein Schild. Ja, gut. Lass einfach weg. Weg damit. Ich will den haben. Viel, viel, viel besserer. Viel, viel besserer. Ja, rostiger Zweihänder ist für Plebs. Die wollen den Gerudo-Zweihänder und den Bumerang. Ja, so ein Nanium-Schwert ist zwar gut, wahrscheinlich besser, aber ist mir egal. Ich will das haben. Ist mir egal, ob es stärker ist oder nicht. Ich will es einfach haben. Was haben wir denn hier? Oh, noch ein bisschen Money. Dankeschön. Okay, Elektro-Dingshorn. Okay. Oh, das an der Barrikade kann ich schon verstehen, was ich machen muss. Das muss ich mir jetzt nicht durchlesen. So, wir wollen anfangen. Können wir hier ein bisschen starten? Falsche Person. Ja, mit dir will ich gar nicht reden. So, da diese Monsternester vor der Stadt aufgetaucht sind, wird es wohl unweigerlich zum Kampf kommen. Könntest du mir vielleicht dabei helfen, eine Strategie zur Aufstellung unserer Kriegerin festzulegen? Sollten sie gleichmäßig ausschwärmen oder sich je nach Bedarf an den Toren konzentrieren, an denen Gefahr droht? Was meinst du, wie sollen wir Kriegerin aufstellen? Warte, gleichzeitig? Nochmal. Wie sollen wir die Kriegerin aufstellen? Keine Ahnung. Ach, das muss ich jetzt auch noch machen? Ich habe, glaube ich, nicht richtig gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich das jetzt mache. Oh, und dieser eine wird am Osttor die Stellung halten. Cool. Dann die Säbelkriegerin ans Nordtor. Ich stelle jetzt einfach irgendwo welche hin. Und Artillerie. Ins Westtor. Einfach irgendwo hinstellen. Funktioniert schon. Das ist, glaube ich, eigentlich total Jacke wie Hose, oder? Das ist bestimmt die Jäckchen wie, wie Höschen. Okay. Können wir anfangen? Möchtest du etwa wegen den Vorbereitungen für den Kampf fragen? Nein. Kann ich jetzt einfach hingehen? Ja, ich möchte einfach mal starten. Muss ich da einfach hinlaufen, dann geht's los. Die Kriegerin sind ja alle weg. Was sagt sie denn jetzt noch? Alles gehabt. Okay, mehr gibt's nicht. Was noch ein Bogen. Okay. Ich gehe da jetzt einfach mal hin und guck mal, ob es startet. Oder ich muss nochmal mit Ritschu quatschen. Ich weiß es doch nicht. Einfach nur anfangen. So, let's go. Geht's los? nee, was mache ich noch falsch? Biel, was möchtest du von mir? Ah.
Mit dir? Ah, doch mit ihr reden. Okay. Dann wollen wir mal. Ich sollte erst mit den anderen reden, dann doch wieder mit ihr reden. Ist ja gut. Hier haben sie es auf jeden Fall auch so gemacht, dass sie es nicht mal so einfach helfen. Man sieht es bei den Soras. Ich finde, ich glaube, die Soras zum Tempel zu kommen, ist das schwerste von allen. Nicht von der Schwierigkeitsgrad her, Gameplay-technisch, sondern rauszufinden, was man machen muss, meine ich. Glaube ich zumindest, dass es schwerer ist als die anderen. Link. Oder man es halt einfach später erst erfindet. Es dauert länger deshalb vielleicht. Und die von den Goronen ist irgendwie am kürzesten. Da ist man voll schnell. Die Stimme, die wir gehört haben, ich würde schon sehr gerne wissen, wer oder was sich dahinter verbirgt, aber... Hm? Da kommen sie. Eure Majestät, eine große Anzahl gibt es, bewegt sich auf uns zu. Sie wollen die Stadt angreifen. Egal, erst ist Wichtigeres zu tun. Ja, schade, dass die Items so wenig bringen. Bringen die dann wenigstens ein paar Rubine? Dann werden die auch Sinn. Dann könnte man die auch farmen. Hier zum Beispiel ein paar, aber nicht auf ewig. Irgendwann ist es ja weg. Ey, die hat was von Farotra an ihrer Waffe. Weiler, sie haben die Stadt vollständig umringt. Kein Grund zu verzagen. Diese Gefahr ist auch eine Chance. Heute kämpfen wir hier, um sie und ihre Nester allesamt auszulöschen. Auf, Schwestern, die Schlacht beginnt. Sie sollen die wahre Macht unseres Volkes erleben. Für die Gerudo! Link, Kriegerin, der Königin darf nichts geschehen. Schützen wir sie und unsere Stadt. Yeah, für die Gerudo. Monster vor der Stadt! Verstärkt die Verteidigung an den Toren! Ich sag ja, irgendwie hat das voll was von Hyrule Warriors hier gerade. Okay. Oh, Alter. Der Feind kommt aus dem Nest am Osttor! Zum Angriff! Muss ich jetzt warten? Ja, sie kommt bis dahin, oder? Jetzt. Ich muss warten, bis das aufgeht, ne? Oder muss ich doch erstmal alle kleineren weghauen? Aus dem Nest am Nordtor kommen sie auch. Lasst sie jetzt nicht in die Stadt. Dieses Nest wird keine Gibdos mehr hervorbringen. Also doch warten, wollte ich das sagen. Feindkontakt auch am Westtor. Ich werde sie mit meinem Blitzschlag zerstören. Gerade jetzt ist es doch perfekt, oder nicht? Das leuchtet auf. Gut, ein weiteres Nest ist außer Gefecht. Aus dem Nest am Man sieht Riju übrigens auch auf der Map. Feinde in der Stadt. Haben das finde ich ja irgendwie cool, ne? Ich sag ja, also irgendwie hat das so ein Hyrule Warriors Flair. Gefällt mir. Natürlich nicht so krass, ist klar. Wann doch nochmal ein neues Hyrule Warriors? Wir müssen alle Nester zerstören. Mit Rauru und Sonja und so. Aua. Oh nein, da ist auch mal ein Fliegen dabei. Ja, gib mal ihn weg, bitte. Genervt. Ihr auch. Du nervst. Achso, ich muss ja auch warten. Jetzt. Zack. Die Nester sind zerstört. Bereiten wir den restlichen Gibdos, sichert die Stadt. Die krabbeln ja auch. Wie geil ist das denn? Wie die einfach rumkrabbeln. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie auf einmal auf einen zukrabbeln. Der Feind hat uns erreicht. Wir sind die letzte Verteidigungslinie. Kämpft! Oh cool, gibt du Flügel. Sieht ja echt voll cool aus, aber leider gibt das so wenig dazu. Nicht, es ist kalt geworden, sehe ich gerade. Nehmen wir mal eben einfach nur mal irgendwas. Nee, nicht die Hose, ich brauche die Stiefel. Was soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich nicht gehört. Ich war gerade so ein bisschen, fand das gerade cool. Ein bisschen abgelenkt. Ein Gipto-Herz kriegen wir auch noch. Ein bisschen Damage haben die schon abgekriegt, wa? Sehe ich gerade. Passt da gar nicht so auf. Aber die schaffen das von alleine. Komm, haut mal zu. Danke. Ah, noch. Das ist ja noch mehr. Noch mehr Hyrule Warriors. Dass sie so krabbeln. Und Apple. Hey, Apple. Okay, den noch. Dann war's das, ne? Pom! In your face. Fertig! Kommt bestimmt noch. Ja, muss aber bestimmt noch mehr kommen.
Keine Cutscene? Gewonnen! Aber ich glaube, das mit Hyrule Warriors habe ich schon mal vorher irgendwann mal gesagt. Ich weiß auch nicht mehr warum. Link, ich danke dir im Namen der Gerudo für deinen Einsatz. Ohne dich hätten wir den Kampf nie gewonnen. Da nun die Gipto-Nester um die Stadt herum zerstört sind, sollte sich die Lage hier vorerst wieder beruhigt haben. Weißt du, mir fiel auf, dass die Nester zu Sand zerfielen, als wir sie vernichteten? Die Gipto und der Sand stehen wohl irgendwie miteinander in Verbindung. Ob vielleicht der Sandsturm sie gerufen hat? Oder ob sie am Ende den Sandsturm gar selbst erzeugt haben? Und noch was will mir nicht aus dem Kopf. Die Stimme, die wir beide gehört haben. Eine Stimme und Blitze, das alles erinnert mich an etwas. Link, ich will etwas zeigen. Bitte komm zum Wandbild hinter dem großen Saal in den Untergrundstadt. Okay, machen wir das. Warum ist das Ding eigentlich immer wieder drauf? Ich versetze es dann immer wieder drauf. Hui. Welches Wandbild war denn jetzt gemeint? Ja, geht's hier noch weiter runter? Geht hier noch weiter runter? Sehe ich jetzt erst. Ach, das. Die Krabbeln finde ich am schlimmsten. Ja, irgendwie finde ich das cool. First Hyrule Warriors, meinst du das mit dem Siegelkrieg? Weiß ich nicht mehr. Link, gut, dass du hier bist. Bitte sieh dir dieses Wandbild an. Ja, das ist der Tempel. Der Tempel, ne? Die Gerudo nehmen an, dass es von unseren Vorfahren stammt. Als es erschaffen wurde, wurde diese unterirdische Stadt auch als Zufluchtsort genutzt. Genau wie jetzt. In grauer Vorzeit wurden die Gerudo wohl schon einmal von einer schrecklichen Katastrophe bedroht. Da steht, hinter dem Thron, rote Säulen in der Hitze. Licht im Dreieck, Stein der Blitze. Wenn meine Stimme ruft nach dir, so folge ihr und komm zu mir. Als wir diese rätselhafte Stimme gehört haben, fiel mir sofort dieses Wandbild ein. Es scheint auf irgendeinen bestimmten Ort hinzudeuten. Und die Worte sind ein Hinweis, ein Rätsel. Okay. Rote Säule und Licht. Da steht hinter dem Thron. Rote Säule in der Hitze. Okay. Licht im Dreieck. Das ist ein Dreieck. Okay. Alles klar. Dann portieren wir uns vielleicht einmal hier hin. Ich werde ganz kurz eben was holen oder machen wir das? Dann werden wir das machen. Uah. Ja, cool. Ist doch sehr spannend, das Ganze. Hat was.